Konnichiwa Anime und Game Otakus, willkommen zurück zu einem neuen Part von Vampyr. Das ist jetzt eine neue Aufnahmesession. Wow, ich habe gerade voll gestottert. Tut mir leid. Ja, ich muss mit der Störung wieder etwas klarkommen, weil ich ja halt mehrere Sachen spiele. Da ist alles ein bisschen anders. So, wir gehen jetzt mal hier rein. Das hatte ich ja im letzten Part vor, das weiß ich noch. Die ganzen Kranken sind hier drin. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht angegriffen. Das sieht hier so ein bisschen aus, als ob man hier gleich nicht herzlich empfangen wird. Aber ich kann hier ein bisschen Sachen einsammeln. Das finde ich ganz gut. Die Sachen kann ich halt sehr gut gebrauchen. Ein Brief. London, 31. Oktober. Meine liebe Dorothea, wenn du diesen Brief liest, werde ich schon auf einem Schiff sein, das Anton und mich zurück nach Brasov bringt. England war nicht für uns und ich muss gestehen, dass ich kaum erwarten kann, die stolzen Hügel Transsilvaniens wiederzusehen. Sobald wir zurück sind, verspreche ich, eine Kerze für dich in der Schwarzen Kirche anzuzünden und zu beten, dass du diese schreckliche Epidemie überlebst. Ich weiß, dass du diese Entscheidung ablehnst und dich lieber nützlich machst, indem du unsere verbannten Genossen im East End hilfst. Doch Anton kann nicht erwarten, in unserem geliebten Land heimzukehren und die lang ersehnte Revolution erblühen zu sehen. Er ist mein Gatte und ich bleibe an seiner Seite. Ich weiß, wir hatten unsere Streite und Zankereien. Ich weiß, du hättest gerne mit mir zusammen deine Klinik betrieben. Nun, da ich England verlasse, sei versichert, dass, wenn dir etwas passieren sollte, wenn du in Gefahr oder in Schwierigkeiten gerätst, werde ich jederzeit mit und ohne Anton zurück nach London kommen. Bitte denke von mir so, wie ich von dir denke. Ich bleibe deine dich liebende Schwester, Theodora. Oh. Okay. So, wir können hier nach oben mal gucken. Was macht sie da? Ist der schon ein Vampir? Das klingt ein bisschen danach. Unbekannt. Okay. Was ist da? Patient Razvan Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? Oh God! I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. Vor allen Dingen ohne so. He's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. Warum? Also, die quatscht mir dazwischen und hat dann selber aber keine Ahnung. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. Oh, fuck. Ich könnte ihn töten, ne? First suture the artery.
Find the wound. Scheiße, der arme Mann. Der arme Mann. Of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Er ist tot, ne? We've lost the pulse. Okay. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could? Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Es tut mir leid. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Ja, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich hätte auch Herzdruckmassage machen sollen, aber ich weiß nicht, ob wir ihn hätten retten können. Wir hätten ihn auch aufessen können. Na gut, verschwendet. Nein, sind wir nicht. Vor allen Dingen, das ist so eklig hier. Das ist kein Wunder, dass hier alle krank werden und verrecken. Das ist doch wahr. It's locked, all right. It's locked? Komm, wir essen sie. Ich muss sowieso mal anfangen, hier zu essen, ne? Intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. So, okay. The end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty, nothing of the shame, the hunger, the loneliness. Doch, den Hunger kennen wir. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? In den Bann ziehen? Aussaugen, ich bin... Alter, was? Oh mein Gott. Was soll ich tun? Sie werden alle Angelegenheiten, diese Angelegenheit vergessen. Ich sauge sie aus, ich töte sie also. Oder wir verschonen sie. Ich sehe weg, aber sie kündigen. Ich will sie jetzt nicht töten. Ich werde andere töten. Das sage ich gerade so trocken, ich weiß. Entweder ich verschone sie oder ich ziehe sie in den Bann. Soll sie alles vergessen? Oder ich verschone sie?
No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed, that sounds like a business proposition. My accomplice, then? No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. Wir können sie ausnutzen. Einen Pakt schließen. Vielleicht kommt uns das zugute. We have ourselves a deal, Doctor. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. Er sagt ja, seltene Zutaten und so. Das könnte uns echt zugute kommen. Es können neue Bürger getötet werden. Oh, Interview mit einem Vampir. Lol, ist das nicht von diesem einen Film? Was stand da gerade? Der Bezirk wird bald durch was... Was wird passieren? Da stand irgendwas. Ich konnte es nicht lesen. Hä, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Die werden hier getötet! Komm her, ich hab Hunger! Aber was ist denn jetzt los hier? Hey, hört auf damit! Oh, ich bin da mit der Steuerung nicht mehr bekannt. So, also ich habe nicht mehr so viel Plan. Also ich habe wirklich nicht mehr so viel Plan. Ich muss gerade etwas aufpassen. Komm mal jetzt her, ihr Großer. Autsch, das ist so eine Schutzbarriere, die ich da habe. Aber warum greifen die jetzt an? Was soll denn das? So eine Frechheit. Ich darf jetzt neue Bürger töten, ne? Stand ja da. Soll ich mal anfangen damit? Ich kann da nicht rein, scheiße. Ich muss mal wirklich jemanden killen. Das kann ja wohl nicht sein. Ich bin viel zu lieb. Viel zu lieb. Leute, wo seid ihr? Ich besuche euch jetzt. Der hat eine Erkältung. Kann ich dir helfen vielleicht? Mr. Bates. Evening, Doctor. Yeah. Der hat eine Erkältung. Behandlung gegen Erkältung. Ich will den nicht so aussagen, wenn er krank ist, ne? Ist schon ein bisschen eklig. Goodbye, Mr. Bates. Ich glaube, ich habe nicht die Erkältung, oder? Evening.
Heilen mit Behandlung gegen Erkältung. Doch, kann ich. Aber wie benutze ich das nochmal? Ich hab's vergessen. Oh nein. Since I took an oath to help people, can I be of assistance? Ah, so jetzt. Yes, better days. That infecting you is probably the last thing on these people's minds. Take this, in any case. What? You give me this for free? So, er hat sich jetzt erholt. Okay. Goodbye, Mr. Bates. Ich will jetzt Mr. unbedingt. Bates. Okay, unser erstes Mal. Achtung. Wir werden ihn jetzt essen, weil er ist sowieso ein schlechter Mensch. Tschüss. Unser erstes Mal. Evil to deserve such punishment. My only regret is that no one will mourn me, for I have never been loved. Die Konsequenzen. Ach du Kacke. Okay. Also der ist tot. Ja. Die Konsequenzen, ich weiß nicht, welche Konsequenzen es geben wird. Aber wir hatten Hunger. Und wir kriegen eine Menge Punkte dafür, also ja. Es musste einfach mal sein. Ich werde sowieso alle ausrotten. Ich werde die ganze Stadt befreien. Alle werden sterben. Sie auch. Nein, Spaß. Sie ist eine Händlerin. Wo sind eigentlich die anderen Bürger? Gibt es hier noch ein paar, die gratis sterben wollen? Wir haben gerade Blut geschmeckt. Das war sehr lecker. Hey du! Fancy buying something, sir? What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile. Not like his father at all. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. He's had it tough, all right, but he needs to grow up here. What troubles him exactly? Well, despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to come to Whitechapel in the first place. Hates this place more than most of us. Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. Hast du nicht gerade getötet diesen Joe? I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against a wet boot boy. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Trauen ist niemals leicht. Verzweiflung kann ein Gift sein. Er ist bloß ein Feigling. Trauern. Ich habe Trauern jetzt gelesen. Sorry. Verzweiflung kann ein Gift sein. Without making excuses for him, it's safe to say that despair can poison even the sanest mind. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. Right then. Handel, mal gucken, was der hat. Eine Menge, ach du Kacke. Kleiner Teil des gewöhnlichen Griffes, kleiner Teil des gewöhnlichen Griffes. Ich brauche sowas immer. Für Verbesserung von Waffen. So, jetzt sind wir wieder arm. Tschüss, hast ein bisschen Geld verdient.